Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 4 Separate Ways. In der letzten Folge wurde Ada fast geopfert, aber sie ist gerade noch so rechtzeitig wach geworden und hat wieder ihre Shows abgezogen. Und jetzt, ja, müssen wir mal gucken, was uns hier so erwartet. Da sind wir mit dem, also im eigentlichen Spiel, auf diesen komischen großen Typen getroffen. Hier liegt schon Zeug rum. Ich weiß nicht, treffen wir den hier vielleicht auch? Ich glaube nicht, dass Ada sich jetzt zweimal um ihn kümmert, oder? Oh. Naja gut, die wirkt jetzt nicht wirklich wie ein... Sie wirkt jetzt nicht wirklich wie ein Gegner. Nur weil sie ein bisschen crazy Sachen trägt. Mist. Du solltest rennen. So. Wir könnten aber eigentlich, also ohne Witz. So. Aufzug Aktivierungsschlüssel, okay. Und jetzt müssen wir wieder zurück, oder wie? Sehe ich das richtig? Dann war das ja jetzt nicht so die fette Party, die ich wollte. Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Liegt hier oben denn auch noch Stuff für mich rum? Nö, eher nicht, ne? Herunter? Nee, das will ich noch gar nicht. Hier liegt noch Munition. Nimmst du sie bitte? Dankeschön. So, und hier noch ein rotes Kräuterle. Perfekt. So. Das kann ich da noch mit zugeben. Okay, und hier bestimmt auch. Perfekt. Okay. Hallo. Das scheint es aber schon gewesen zu sein. Das war jetzt nicht so heftig, der Shit. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Hier, nimm deine Lady gerne mit. Ich weiß halt nie, ob die irgendwas Gutes droppen oder nur Müll. Vor allem, wie viele Headshots die immer aushalten. Das ist so ein bisschen triggernd. Guck mal, dein Typ ist schon tot und jetzt bist du auch tot. Also nerv mich einfach nicht. So. Wow. Oh oh. Mal an. So, Wiedersehen. Gut. Wir speichern nochmal, das dritte Mal hier. Einfach nur, weil man es hier halt eben gerade kann. Da bin ich immer so ein bisschen paranoid. So. Oh, wir können nicht mehr nachladen. Das heißt, die Pistolenmunition geht zu Ende. Das ist natürlich nicht so günstig. Oh oh. Genau das hatte ich befürchtet. Was können wir denn dann für ein Zielfernrohr bei dem kaufen? Ist das gegen diese Plagas? Wenn ja, dann sollten wir das eventuell mal kaufen. Aber die kommen ja jetzt noch nicht. Die kommen ja erst auf der Insel.
Tschüss. Hat der irgendwas gedroppt? Nö. Dann nicht. Ich weiß nicht, wie sieht's denn gerade aus? Auch so geldtechnisch. Hab ich irgendwas zu verkaufen? Ja, ein rotes Katzenauge. Wir haben jetzt 35.000. Für Fernangriffe unerlässlich. Aber das ist, glaube ich, noch nicht das. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir bräuchten. Okay. Von der Seite können wir wohl nicht mitfahren. Nimm mich mit. Okay, hier wird das also übersprungen. Diese wunderschöne Fahrt. So, erstmal nachladen hier. Da hinten steht ein Fass. Das nehmen wir auch mit. Kaboom. So. Ich verstehe immer noch nicht, wieso dieses Scharfschützengewehr immer Sturmgewehr genannt wird. Das triggert mich ein bisschen. Es ist halt kein Sturmgewehr. Wer hätte das gedacht? Was ist das? Spinell, ja super. Gibt es hier sonst noch irgendetwas Interessantes? Im Hauptspiel stand hier drin ja auch eine Schreibmaschine. Kein Plan, ob die auch da ist, aber ich glaube, wenn sie da ist, nutzen wir sie. Ich weiß es nicht. Was sagt sie hierzu? Enterhaken? Oh. Ist das... Soll ich hierher? Oder soll ich mich schon auf den Weg... Ich soll schon zur Burg, oder? Nee, ich soll noch nicht zur Burg. Krass. Kann ich das hier auch machen? Oh. Falscher Weg. Geld, ja. Ist hier auch eine Schreibmaschine? Ja, tatsächlich. Wie im Hauptspiel. Aber ich glaube, die nehmen wir halt jetzt dieses Mal nicht unbedingt. Also die benutzen wir jetzt nicht unbedingt. Wir müssen ja jetzt gerade nicht zwanghaft speichern. Wir kamen von dort. Jetzt geht's noch hier hoch. Ich weiß nicht, macht sie da auch ihren Move drüber oder hier eher nicht? Nö. Lässt sich nicht öffnen. Sie ist wahrscheinlich von der anderen Seite. Verschlossen. So. Da fehlen mir die Worte. Was sagt sie zu dem Ding? Lässt sich nicht öffnen. Hier muss sich dieses kleine Stinktier, von dem ich gelesen habe, verkrochen haben. Okay. Adas Wortwahl ist einfach die beste. Gut. Na dann, durch da. Beziehungsweise rüber da. Ich glaube, das passt besser. Lag hier irgendwas drin? Nö. Wieso kann ich hier einen Enterhaken benutzen? Und wo? Ah, okay. Hier kommt sie halt hoch und Leon halt nicht, ne? Gelbes Katzenauge, okay. Herunter. Ja, okay. Dann können wir abhauen. Von hier kamen wir. Hier sind jetzt die Buden, durch die der Riese durchgelaufen wäre. Da liegt sogar richtig viel Zeug drin. Naja, richtig viele jetzt nicht unbedingt, aber ein bisschen was. Nichts. Okay. So. Und da vorne war dann auch das Haus.
Ich weiß nicht, soll ich auf ihn schießen? Er wird jetzt nicht so heftig schwer zu besiegen sein. Da musste ich nicht mal ausweichen. Das war easy. So, hier war die Hütte, wo sich ja Leon und der Typ verkrochen haben. Louis. Hey, Señorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Ende des Kapitels. Kapitel 2. Trefferquote 90%. Das geht doch echt in Ordnung. Und wir sind dieses Mal gar nicht gestorben, ja, also richtig gut eigentlich. Among all the people involved in this, Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. Alles klar. Hier können wir ja direkt rausgehen. Bericht Nummer 2 sind wir halt jetzt. Es kommen halt noch 3, 4 und 5. Also wir sind anscheinend noch nicht mal bei der Hälfte vom Spiel. Ich hatte das auch irgendwie kürzer in Erinnerung tatsächlich. So. Gut, dann speichern wir mal ab. Kapitel Nummer 3. Gut. Oh, jetzt sind wir also schon hier. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Huh.
See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Tja, das will selbst sie nicht. Probe wiederfinden, Kapitel Nummer 3. Das wird interessant. So. Okay, wir sind hier und sollen dahin. Hi. Was ist das? Pfeile für Armbrust. Okay. So. Ach so, nein, das klappt ja nicht wegen dem Ding. Unser Inventar ist halt gerade echt fast komplett voll. Es ist komplett voll, ja, GG. Ja, ich glaube, hier sollte ich jetzt erstmal nichts kaufen. Welcome. Got a selection of good. What are you selling? Ich verkaufe dir jetzt erstmal den ganzen Kram, den ich hier hab. Is that okay? So. Is that okay? Thank you. Ein größerer Koffer wäre mal nice. Yes, genau das wollte ich. Dankeschön. Armbrust. Aber die kostet 70.000. Aber ich will die haben. Come back anytime. Also werden wir jetzt sparen. Oh Mensch. Wer hätte damit gerechnet? Was soll denn das? Oh oh. Okay, einen Moment. Wir nutzen direkt mal das Große. So. Okay, Munition. Oh, hi. Wo warst du denn? Ach, es ist mir gerade ein bisschen zu anstrengend mit dir. Leg dich nicht mit mir an, Schwester. So. Gut. Ich werde mich hier jetzt nicht noch einmal durchs komplette Labyrinth schlagen. Das ist selbst mir ein bisschen zu anstrengend. Ja, das trifft es gut. Wer schießt denn da auf mich? Blödes Miststück. Na, warte, dann kümmere ich mich so um dich. So. Du hast es nicht anders gewollt. Dann machen wir es so. Ich kann's auch auf die Tour. Hi. Tschüss. So, was haben wir hier? Munition. Super. Jetzt warten wir mal, bis er wieder aufgestanden ist. So. Der wird sich doch jetzt safe verwandeln. Ich wusste es. So, wo sind die denn alle? Die rennen hier alle wie so irre Leute rum. Was soll denn das? Einfach so eine Sense werfen. Du bist hier nicht der Sensenmann. Also führ dich auch nicht so auf. Aua.
Unhöfliches Dreckspack. So. Ich glaube, das reicht gerade mal. Meine Güte. Was soll denn das immer alles? So. Hi. How the hell are you doing? So. Ja, ich weiß es nicht. Den können wir so halt nicht umbringen. Der ist jetzt tot, okay. So. Jetzt sind wir halt wieder da, wo wir eigentlich von geflüchtet sind. Ich weiß ja nicht. An ihrer Stelle hätte ich mir wenigstens meine coole Brille zurückgeholt. Die habe ich nämlich schon ein bisschen gefeiert. Hier hat Leon schon alles geplündert. Sieht wenigstens danach aus. Naja, nicht alles. Gut, aber ich würde sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. In der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, wie es hier dann weitergeht. Und ob wir irgendwie die Probe wiederfinden. Bis dahin!